Hallo, hier ist Dennis mit einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man Power Chords greift und wie man diese erweitern kann. Außerdem schreiben wir noch unseren eigenen Power Chord Rock Song. Viel Spaß mit dem Video. Bei Power Chords spricht man von den sogenannten Quintakkorden, das bedeutet der Grundton und der fünfte Ton die Quinte. Man konnte diese Power Chords aber theoretisch ja auch erweitern, zum Beispiel in Quarten oder in Terzen. Wie das geht, zeige ich euch einmal jetzt. Wir kommen zum Intro unseres Power Chord Songs. Wir haben einmal den Power Chord D. Den greifen wir im fünften Bund auf der A-Seite mit dem Zeigefinger. Und ihr könnt den entweder mit dem dritten Finger auf der D-Seite im siebten Bund greifen oder mit dem vierten Finger. Ich greife diesen mit dem vierten Finger, weil wir gleich noch einen Bund weiter wollen. Das ist der erste Power Chord, ist D5. Danach lassen wir den vierten Finger liegen und gehen mit dem ersten Finger einen Bund zurück zu dem Ton Cis. Dieser Übergang wird so häufig in der Rockmusik verwendet. Als nächstes kommen wir zum C5 Power Chord. Den greifen wir auf der A-Seite im dritten Bund und auf der D-Seite im fünften. Und danach wandern wir auch wieder mit dem Zeigefinger einen Bund tiefer zu dem Ton B. Das heißt, wenn wir das Intro spielen, spielen wir Achtel, wandern, C5, über B, zurück, einen Bund zurück, C5, einen Bund zurück zu B. Im zweiten Teil unseres Power Chord Rock Songs haben wir den Power Chord D5, den wir schon kennen. Der zweite Akkord ist eine Quarte und zwar mit dem Zeigefinger bei Regriffen auf der A-Seite und D-Seite im fünften Bund. Das heißt, wir haben die Töne D und G. Und danach spielen wir eine Terz als Power Chord. Und zwar mit dem zweiten Finger auf dem fünften Bund auf der A-Seite und dem ersten Finger auf der D-Seite im vierten Bund. Da haben wir die Töne D und Fis, was die Terz sind. Diese verbinden wir. Zurück zur Quarte und zurück zur Quinte. Dasselbe Greifmuster machen wir mit dem Power Chord C im dritten und fünften Bund auf der A- und D-Seite. Quarte, dritter Bund, C und F. Terz, C und E mit Finger 2-1. Und wieder zurück zur Quarte. Und wieder zur Quinte. Danach gehen wir zu dem Power Chord G hoch. Den haben wir auf der E-Seite im dritten Bund und auf der A-Seite im fünften Bund. Das sind die Töne G und D. Auch hier haben wir wieder dasselbe Greifmuster. Quinte, Quarte, GC, Terz von G, GB, wieder zurück zur Quarte und wieder zurück zur Quinte. Wenn wir das Ganze nun zusammenbauen, klingt es folgendermaßen. Zum C, Quarte, Terz, Quarte, Quinte und zum G, Quinte, Quarte,
Terz, ein Quart und wieder Quinte. Komplett mit dem Rhythmus klingt es dann wie folgt. Als Outro in unserem Rocksong haben wir nun Power Chords auf der B- und auf der hohen E-Seite, als Melodieführung sozusagen. Wir greifen hier im dritten Bund auf der B-Seite, das ist der Ton D, und im fünften Bund auf der E-Seite, das ist der Ton A. Somit haben wir auch wieder ein D-Power-Chord. Mit dem Zeigefinger Barré auf dem dritten Bund B- und E-Seite, damit haben wir die Töne D und G, also wieder eine Quarte. Und danach dritter Bund B-Seite, dem zweiten Finger und erster Finger, zweiter Bund, hohe E-Seite. Damit haben wir dann die Terz, das ist dann Ton D und Fis. Das Outro klingt dann so. Das war's zum Thema kreativer Umgang mit Power Chords. Versuch doch mal deinen eigenen Song zu schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Schau dir auch gerne meinen kostenlosen Videokurs an zum Thema Griffbrettorientierung auf der Gitarre. Dort lernst du auch zum Beispiel, wie man Intervalle auf der Gitarre greift und Töne findet. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn du mehr zum Thema Rhythmusgitarre wissen willst, habe ich auch einen Videokurs Rhythmusgitarre für Anfänger. Auch diesen findest du in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.